Ja, der rennt ein bisschen daneben vorbei, ja, das stimmt. Der Süßfried hat gerade gesagt, dass er was anzünden gehen muss. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wer ist. Sonst. Sorry. Na, Fakt ist hier. Was kommst du da dabei? Ein Großhüpfer. Den hatten wir. Der war in der Kiste drin, ja. Was ist das? Tja, wie ist es so jetzt endlich mal auf der freien Welt draußen? So, jetzt kannst du uns theoretisch hinterherlaufen. Also, und kannst noch ein bisschen mit kloppen und kämpfen und so. Und ein paar Erfahrungspunkte sammeln und so. Die Geli ist ja ein Mädchen. Ach du Scheiße. Bei Forest, wer war das bei der Forest? Ich hab die Geli bei mir. Ah? So. Ich laufe einfach mal so in die Richtung hier. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Wir müssten jetzt theoretisch. Genau, immer dem Weg hier nachlaufen. Ach, na, die rennen da wie ein wilder Blitz. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Da ist er. Genau, jetzt ist hier links nach. So, da. Mann, hier sind so viele Gegner. Ja, wo denn? Naja, im Frostlager. Jo, da bin ich vorhin schon draufgegangen. Du bist draufgegangen, ehrlich? Ja. Na, so weit will ich jetzt nicht sagen, dass ich so weit gehe. Ich hab's gleich, ich bin gleich da. Ich muss jetzt erst noch die dritte Ratte verzaubern. Hier ist er doch. Hallo Ratte. Tja, ich kann wieder zurück zu Molla. Oh, ich bin begeistert. Dann Bonanza. Ja, nee, ist schon klar, ne? Dann, wo geht's hier aufs Klo? Boah, jetzt die Molla da. Oh. Ey, da habe ich eine richtig coole, zum Thema hier Feral Ranch und so habe ich eine richtig coole Story. Und zwar, da wo ich arbeite, hat sich eine junge Dame über die Stadt hier neben unserem Betriebshof quasi ein Stückchen Land, weiß ich nicht, gepachtet, wo sie ihre Pferde halt abgestellt hat. So, und die hat da halt wie so einen kleinen Weidezaun aufgebaut, so einen kleinen Unterstand und so weiter und tut den Weidezaun mit einer Autobatterie betreiben. So, da die Autobatterie auch nur früh bis mittags arbeitet, ne, und irgendwann leer ist, hat die dann in unserem Betrieb mal nachgefragt, ob wir die Batterie nicht mal überprüfen können. Natürlich ein Kollege, so Arschloch wie er ist und so, weil sie auch nur interessiert, weißt du, weil er ja auch bald in Rente ist und sagt sich so, hier macht mir die Sinnflut, hat er gesagt, die Batterie ist in Ordnung und hat die abtanzen lassen. So, da war die Batterie dann leer und dann bin ich halt gerade so mit dem Wagen halt um die Ecke gefahren und denk mir nichts Böses und auf einmal rennen die Pferde wirklich die ganze Hauptstraße runter und ich denk mir, was ist hier los? Was ist hier los? So, ich habe Rang 12 bei der Dreischer Beschwörung erreicht. Mit der Stimme viel. Jetzt muss ich zu Rana zur Evakuierung. Es geht los. Warte, ich muss auf. Muss. Der nächste Schritt. Also gehen wir jetzt zu Rana. Wir gehen jetzt zu Rana, wir evakuieren. Ich habe irgendeine Quest vergessen, aber ich evakuiere trotzdem, wenn es sein muss. Also bei mir sagt sie, ratet Hauptmann Rana zur Evakuierung, sagt sie jetzt. Und was steht da? Aber da steht, also die Vermissten ist jetzt weg bei dir oder musst du noch Vermisste finden? Nee, bei mir ist keine Vermisste mehr. Schlappe Schandes, wo bist denn du? Ich bin vor dir, hinter dir. Also du bist eigentlich vor mir mittlerweile. Achso. Ah. Was habe ich für Vermissten vergessen? Ich weiß es nicht. Hast du jetzt die. Ja, Pogi. Hast du jetzt die Geli mitgebracht? Ja, bin schon da drin, danke, Stücke. Also, pass auf, Geli, für uns wird sich jetzt gleich alles verändern, nur für dich nicht. Ja, und jetzt? Okay, wir machen es. Jetzt, jetzt,
Sie hat so keine Ahnung und ihr lasst sie da so einfach hängen. Ja, das ist echt grausam von euch. Wollen wir lieber nochmal mit Geli die ganzen Quests machen? Oh! Ich konnte eben noch einander machen, oder nicht? Juhu! Ich bin genau. Stufe 10! Also Geli, du siehst ja, wir stehen jetzt hier bei Hauptmann Rana. Ich dachte, er ist ja eine Frau, aber ist egal. Und wir, für uns ändert sich das gleich alles. Das hat der Süßfried nämlich schon vor uns gemacht. Ja. Hat sich noch vor ein Haus aus so? Okay, wir suchen jetzt erstmal alle Dorfbewohner, die wir finden können. Die Bewohner von Ödfels stehen. Ihr habt recht. Wir können nicht länger warten. Das Bündnis ist hier. Sie haben okay, ich übernehme den Turm. Kümmert euch um das Dorf, ja? Dorfbewohner versammeln und sie bereiten ja. Entzündet das Feuer. Ich erwarte nicht. So. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Weiß sie von Zug. Hat das nicht der Mark ihm auch schon oft gesungen? Okay. Ich gehe zum entzündet das Signalfeuer. Jetzt kriegst du auch ein Pferd normalerweise. Jetzt geh erstmal Signalfeuer entzünden. Für den König! Wie komme ich jetzt da ran ins Signalfeuer? Warte. Indem du einfach hier links lang gehst. Komm mal mit, Kollege Schnürschuh. Da oben? Ja. Ja, okay, ja. Das ist ja hier, das ist hier oben drauf, ne? Ja! Oh, Bündnis Auftragsmörder. Jetzt, Quitschi, das sind jetzt quasi, wir sind ja das Ebenerzpakt und das ist das Aldemeri-Bündnis und wir sind ja verfeindet. Aha. Oder das Dolchsturzbündnis sind was, glaube ich. Also wir sind das Dolchsturzbündnis und deswegen kämpfen wir jetzt gegeneinander. Das sind jetzt quasi NPCs theoretisch aus einem anderen Kontinent. Also das wären okay. Jetzt die Leute, die angreifen würden, wenn man im Dolchsturz wäre. Wenn man das jetzt okay. Mal so okay. Salopp sagen kann. Weil ja diese zwei gegeneinander halt. Ne? Wieso okay. Kann ich. Hä? Wie seid ihr da hochgekommen? Außen links gelaufen. Hochgelaufen. Ach so, links. Wollt durch die Tür. Noch so ein Kasperkopf hier. Okay. Ja, das hört man, das sind immer mehr. Hier, von hinten kommen sie hoch. Ja, oh. Die Kavallerie können schon. Da ist noch einer. Kavallerie. Die Kavallerie ist da. Hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie und fertig ist die Rembrandt Infanterie. Ich bin die Kavallerie. Macht die ja, alle nass hier. Hoch. Jetzt gehen wir hoch im Leuchtturm und machen mal Feuer hier. Ah, fall nicht runter. Passiert dann was, wenn ich runterfalle? Sterbst ja. Du. Signalfeuer entzünden. Naja, komm. Hast du schon du hast es schon angemacht, nicht wahr? Ja, aber du musst es selber anmachen. Hier ist es, da ist es. Ich bin da. Jetzt machen wir hier richtig Party. Ich bin froh, wenn wir okay. Das erste Verlies zusammen machen können, ey. Das ist so toll. Jetzt gehen wir zu Tilrani. Tilrani? Wo ist Tilrani? Quitschi. Guck mal, hier ist Bindenhänder und Axt und alles und Mist. Ja. A, das und B, guck dir erst einmal hier unten alles an. Ja, ja, ich komme schon. Gibt's hier was? Was gibt's hier? Was? Guarana. Derzeit gehe ich hoch und mach's Licht an. Ah, meine Fresse, ey. So, haben wir jetzt hier unten noch? Korb mit Mais. Ja, bitte sammle das nicht ein. Warum nicht? Na, weil wozu brauchst du es denn? Na, ich nehme erstmal alles mit. Alles mitnehmen. Streitaxt, aha. Weithänder. Kein Mensch braucht einen Weithänder. Das ist der Punkt, wo es Messi sein anfängt, ne? Ja. Rohlederarmschienen. Streitaxt, ey. Komm, in schöner Zauberstab könnte doch hier stehen. In richtig schöner Zauberstab. Komm, gib mir doch einen Zauberstab. Hast du nicht schon einen Stab? Ja, ich hab einen tollen Stab hab ich. Meinen willst du ja nie haben. Du
Du mal gucken, ob ich hier für die Hauptwand. Also einen Bogen, das auszubilden, hätte ich jetzt hier. Eisenäxte, Knochenfutterer. Ne, ich habe hier schon den besten Ahorn, Blitzstab des Frosts habe ich. Warte mal, was habe ich denn? Ahorn, Heilungsstab des Schocks. Mach euch alle nass hier. Alle mach ich euch nass. Oh. Oh, Ladeschut, herzlich willkommen. Morgen. Moinst. Da ist wieder so ein Hässling. Wo? Der Klapperkopter. Machst du so einen Schaden? Was ist denn da los, ey? Ich bin Assassine, Alter. Ich weiß, wie ich meine Fähigkeiten einzusetzen habe. Ja, das habe ich noch nicht so richtig raus. Da ist eine Jute-Robe bei dem. Hast du schon eine? Eine Jute? Wo? Hier bei dem Meister, Bündnis Meisterschützen. Wo ich stehe. Ich glaube, den habe ich gerade schon gelootet, oder? Nein. Nice. Aber hier kommt noch irgendein Text. Ach, hier hinten. Bei dem. Ne, bei mir war da bloß Gold drin. Eine Jute-Meisterrobe. Ich habe einen Jute-Hut der Magiker. Brauchst du die? Na, würde ich. Na, Hopf. Ja, würde ich nehmen. Ich habe einen Jute-Hut. Ne, das ist. Ja, ich habe keinen guten Jute-Hut. Torso-technisch. Eine Jute-Robe, die ist aber relativ schlecht, die ich habe. Da bin ich nicht so gut ausgerüstet. Dann kriegst du einen Jute-Hut der Magiker. Warte, schon wieder. Gedrückt halten. Möchten Sie? Ja, möchte ich. Oh, ich das alles mal raus habe, ja. So, ich guck mal weiter, ob ich was für dich hab. Inventar, was habe ich gerade aufgesammelt? Was kannst du denn gebrauchen, Süßfried? Brauchst du eine Eisenaxt? Das ist eine kleine oder ist das eine große? Ich hätte eine Eisenstreitaxt, Streitaxt mit 1208 Schaden für Stufe 8. Ja, aber Eisenstreitaxt ist eine große, ne? Ja. Nee, ich habe hier eine Jutejacke verziert. Klingt auch gut. Ich brauche nur Einhänderwaffen, das ist gut. Aber also ich habe noch eine kleine Eisenaxt, erhöht den Verkaufspreis des Gegenstands um 82% irgendwas. Für Stufe 7, 1013 Schaden macht die. Mach gut rüber. Hier komm, nimm Eisenaxt. Eisenaxt. Ich gebe dir einfach mal alle drei, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was brauchst du für Klamotten? Leder, also Rohleder. Scheiße. Mittlere Rüstung. Wir werden angegriffen, nur zur Info. Beim Ende, mach Handel fertig und los geht's. Ich krieg gerade die Jacke voll. Ich bin doch da. Achso, dann kannst du weitermachen. Ich kann es nicht abschließen. Jetzt, so. Okay, Markin, was brauchst du denn für Waffen? Zweihändige. Du brauchst zweihändige Waffen, ne? Okay. Alter, hör das mal auf. Gestern, dass deine Äxte nicht geholfen haben. Die sind alle schwächer als das, was ich ja, schon hab. Sag ja, das im Moment ist das halt wahrscheinlich noch so. Jute Schulterpolster der Ausdauer hätte ich jetzt. Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Kriegt ihr schon wieder einen auf den Löffel? Alles gut. Was trägt der Markim für Sachen? Keine Ahnung. Na, kriegst will ich gar nicht. So rum. So, möchte der Markim einen Eisenküras haben? Möchte er schwere Rüstung? Warte mal ganz kurz, lass mal gucken. Inventar, was habe ich denn an? Eisenschultern, Eisengürtel, Platte des Ödfels Garnison, schwer. Ich bin eigentlich voll mit Eisen. Dann ist das gut. Wo ist er denn jetzt, mein Quitschi? Ja. Am Lagerfeuer. Handel. Ich versuch's mal hinzukriegen, mit dir zu handeln. Na, warte mal. Zum Antworten halten, ja. Haben wir jetzt? So. Eisen. Wo war's denn? Oh,
Oh, das geht mir auf den Sack, dass das hier diese Bilder, diese rote Bild rein andauernd. Das geht mir auf die Nerven, ey. Ja, ich bin auch da und beschütze euch. Macht doch mal keinen Kopf hier. Läuft doch mal ganz Schmuck hier, ne? Schön Jock Giselle bleiben hier. Alles super. So. Marki, bist du soweit? Ich habe jetzt hier. Ja, was ging? Ja, Quitschi stopft mich wieder mit seinem Müll voll. Ich weiß nicht, ob das Müll ist. Nee. Ja, das ist das Gleiche, was ich im Inventar habe. So. Also wollen wir weitermachen halt. Warte, ich wollte mich. Blitzstab. Ich wollte mich da ausrüsten. Und zwar schultertechnisch. Habe ich ja schöne Jute-Polster bekommen. Die nehmen wir erst. Ich kann das nicht ausrüsten, das Zeug. Ja, Stufe 10 bin ich noch nicht. Oder was? Ja. Spawnen die ganze Zeit oder was? Das hört jedenfalls nicht auf, ne? Natürlich spawnen die ganze Zeit. Deswegen frage ich mich, ob ich mal erstmal weiterkippe. Nehmen wir erstmal die rein. Taille. Jute, Scherbe des Lebens. Ich bin noch nicht Stufe 9. Das ist alles noch für mich zu hoch hier. Hoch? Sonst noch was? Was ist denn für die Hände? Jute-Handschuhe. Geht noch nicht. Alter, willst du mich verarschen? Bin ich gerade Stufe 6 oder was ist denn los? Du bist Stufe 8. Ja, warum kann ich das alles hier anlegen? Weil es wahrscheinlich Stufe 10 ist, was weiß denn ich? Also komm, wir gehen erstmal runter ins Dorf zurück, oder? Wir sprechen mal mit Tyranny. Das hört ja nicht auf, der Scheiß hier. Das will ja einfach nicht aufhören. Ihr seid beide Stufe 8 noch. Ja. Du bist Stufe 10, nicht? Ja. Da liegt sie, total zerschlagen die Eule. Nehmt einen Wassereimer. Nehmt den Wassereimer. Spielen wir jetzt Feuerwehr, bilden wir eine Kette. Genau. Nein, wir haben einen Wassereimer der Unendlichkeit. Rang 2 bei Drachensprung, hä? Das nicht. Kehrt nicht meinetwegen zurück. Ja, der Onkel, der hat's in sich. Welcher Onkel? Hä? Der am Wassereimer oder was? Lösch das brennende Haus. Oh, das hier ist ein Brandstifter. Mach den fertig. Von hinter mir kommt auch einer. Ja, und wie mache ich das jetzt mit dem Löschen? Gehst hin und drückst X. Ah. Alter, wir müssen hier ganz schön. Was ist denn hier los, Freunde, ey? Lasst mich in Ruhe, ey. Der hat das mal umgeruppt. So, jetzt Feuer löschen. Geht nicht, löscht das Feuer. Nee, jetzt bin ich ins Haus reingegangen, ist brennende. Nee, wollte ich auch nicht. Doch, du musst da rein und den Typen rausholen. Aber das Haus ist doch noch nicht gelöscht. Ist das schon gelöscht, das Haus? Quitschi, wenn es nicht gelöscht wäre, wärst du jetzt tot. Okay. Okay, sind erstmal drin, im brennenden Haus. Bücherregal nicht suchen, hey. Rang 2 bei Schweinerei. Ja, Rang 2 bei Schweinerei. Nächste Mann, Seite. Alter. Bei mir hat er nichts gelernt bei Schreinerei. Legenden des Waldes. Huch. Jetzt habe ich versehentlich geklaut. Na gut, ist nicht so schlimm, weil keiner da ist, der es sehen kann. Beistelltisch. Kisten. Was ist denn das? Taschengoblin heißt es geklaut. Oh, hier ist schön, dass hier.
So Leute, damit ihr das gleich wisst, geklaute Waren könnt ihr nicht einfach verkaufen bei einem Händler, sondern ihr müsst einen Hehler finden, ne? Also es ist nicht so einfach. Und wenn man euch mit der geklauten Ware erwischt, dann machen sie euch nackig. Oh, jetzt habe ich die Schreinerei gelernt. Ach, was soll denn der nackig gemacht werden? Ich habe jetzt die Fähigkeitslinie Schreinerei, das ist ja auch erhalten. Seid ihr wieder draußen schon? Guten Morgen, Quietschi. Alter, ich habe ja immer noch kein Haus. Rettet Danska, rettet Danska. Das ist, ach so, das ist das falsche Haus. Mann, das falsche Haus, ey. Jetzt kommen wir zur Familie der Entwender, das ist auch gut. Hallo. Die Soldaten haben mich hier reingetrieben. Ich dachte, ich würde bei lebendigem Leibe verbrennen. Ich kann es schaffen. Ich danke euch. Das kommt mit. Wir haben Danska gerettet. Achso, löscht das brennende Haus, sagt er immer noch. Ja, gehst du zum nächsten und löscht das Haus. Ist doch das hier. Geh hin, lösch das Haus, geh rein und hol ihn raus. Rettet Ära. Okay, machen wir das mal. Dafür schreibt, ich hab's gesehen, ruft die Bullerei. Was ist das? Dafür, du wirst es jetzt nicht verpfeifen. Hast du gar nicht. Ja, es wäre schon gemein, wenn der Dafür uns jetzt verpfeift, oder? Kameradenschwein. So, hier ist die Truhe leer. Wie bitte? Da bin ich wieder. Geh lieber wieder mal auf den Balkon. Wo warst du denn? Ich denke, du dampfst jetzt mittlerweile. Ja, ich habe andere Bedürfnisse manchmal. Das war jetzt aber eine schnelle Geschichte, Geli. So viel Information. Okay. Rettet Littrek. Na, oh. Bobby Blums. Wir retten hier erstmal die ganze Welt. Rettet Littrek. Oh, dann müssen wir jetzt darüber. Du, ich muss in irgendeiner Mine eichen. Flucht aus Ödfels. So, jetzt haben wir den auch weg. Littrek, komm hier raus da aus dem Haus. Komm. Hä, was ist los mit dem? Hallo? Mach schnell den Blitz noch. Los, komm, hau ab hier. Verpiss dich. Quatsch nicht so viel, Mann. Rettet Thünhild. Oh, hört das mal auf hier. Rettet Thünhild. Los. Brunhild. Ja, Thrünhild. Brunhild, egal. Vor allem, ich kämpfe hier, Alter, wie so ein Guppi und der rennt einfach dran vorbei hier. Oh, noch so ein Heinz. Geh doch mal weg hier. Rang 11 bei schwerer Rüstung. Ey, Brunhild ist doch nicht etwa tot, oder? Jungs, hört auf mit dem Blödsinn. Ist es das hier oder was? Ich habe einen Ahorn-Froststab der Flamme, wenn du den willst. Oh, das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Den würde ich jetzt gleich abnehmen, sofort. Stunden später. Auch Gegenstände können nicht im Kampf getauscht werden. Was stimmt denn mit euch nicht, ey? Ich hab. Ach, Thrünhild ist hinterm Boot versteckt. Ich dachte ans Wasser und die ruhigen Tage. Schnell, lauft ans Grabmal. Los, lauf. Jetzt müssen wir wieder zu Rana zurück.